So, da sind wir wieder. Ah! Verdammt. So in Winter verwandeln, ich finde das irgendwie cool. Das ist sehr, sehr schön gemacht, das Spiel. Was hat sich jetzt freigelegt? Es zeigt offenbar eine Art Wesen an. Ich nehme an, dass der Hüter des Winters dir nichts gesagt hat. Das muss man ihm nachsehen. Er ist immer so müde. Ist auch ein Bär. Ein wenig miese, Petrich. Aber das bleibt unter uns. Wegen seines üblen Charakters vermeiden es die Tiere sogar, in diesen Wald zu kommen. Ich weiß, ich kenne die Synchronsprecher. Weißt du, ich weiß die Hüter können sehr weise erscheinen. Aber vor allem sind sie unglaublich alt. So alt, dass sie manchmal ziemlichen Unsinn reden. Ich meine, es ist ein Segen, dass sie hier sind und die Fragmente schützen. Nur sie müssen auch lernen, sich von ihnen zu trennen. Aha. Ah, so komme ich jetzt so hoch. Kritter. Und so kommen wir auf die andere Seite. Heiligtum. Was ist denn jetzt passiert? Der Weg ist uns versperrt geblieben. Sieh mal, kleine Knospe. Das Fragment ist bereits an seinem Platz. Es erwartet dich. Geh in die Mitte. Los, hab keine Angst. Naja, ich weiß ja nicht, was passiert mit uns. Vielleicht passiert auch was Böses. Auf jeden Fall will ich nicht, dass der süße Fuchs hier stirbt. Gut, ich muss dich jetzt vom Fuchs trennen. Das Fragment kann bei der Verschmelzung recht heftig reagieren. Ich werde gut aufpassen, aber es ist dennoch ein gefährlicher Vorgang. Es wäre klüger, wenn sich der Fuchs abseits hält. Schon lange her, dass wir hier Schnee zu sehen bekommen haben. Jetzt ist es wirklich Winter. Na sowas, da haben wir ja jemanden, der Zeremonien nicht mag. Du solltest wieder Besitz vom Fuchs ergreifen, bevor er davonläuft. Okay. Wo ist er denn? Hör mir gut zu, kleine Knospe. Es gibt 4 Jahreszeiten und 4 Hüter. Wenn du dich mit den anderen Jahreszeiten verschmilzt, kannst du sie nach Belieben einsetzen. Aber dafür brauchen wir die Fragmente. Der zweite Hüter bewohnt einen Sumpf, etwas weiter weg im Westen. Aber ich sollte dich warnen. Diesem hier kann man sich nicht so leicht nähern. Also sieh zu, dass du unauffällig bleibst.
Kennen aber auch jetzt. Dieser Wald ist bereits ziemlich leer. Aber der Winter lässt auch noch die letzten Zugvögel flüchten. Also ich kann offenbar nicht wieder zurück, oder? Ich muss jetzt diesen Weg nehmen. Upsala. Ach, kletter, kletter. Das heißt, ich muss jetzt in die Richtung. Tatsächlich. So. Zack. Oh, das ist... Wo willst du denn hin? Das ist nicht der Weg zum See. Ich will gucken, geh was es hier gibt. Zurück und biege bei den Kiefern links ab. Bumm. Ich will gucken, was es hier so gibt. Achso, ich hab gesagt, er macht jetzt auch eine Eisscholle da oben drauf. Huch. Ich wollte eigentlich, genau, den Weg hier hoch. Okay, er kann auch mal nicht wirklich... Ah, doch, kann er. Ich muss das noch anders machen. Ich weiß wie. Hä? Ich weiß, ich muss wahrscheinlich im richtigen Moment und dann... Hui. Ja, da lang. Genau. Ja, gut. Und jetzt geradeaus weiter. Na gut, du bist die Chefin. Teich. Weißt du, kleine Knospe, es mag zwar nicht so aussehen, aber ich beneide dich. Ich wäre auch gern imstande, umherzulaufen, den Wind zu spüren und das Eis unter meinen Pfoten. Aber das kann ich nicht. Nicht, bevor wir alle Fragmente beisammen haben. Wir brauchen sie, wenn wir das Ritual ausführen wollen. Was denn für ein Ritual? Ich weiß nicht, worum es bei diesem Ritual geht, aber... Das klingt nicht ganz koscher, oder? Das Ritual der Jahreszeiten. So nennen es die Hüter. Ich weiß nicht genau, wie es abläuft, aber ich habe die Hüter öfters davon reden hören. Das Ritual der Jahreszeiten kann ein Leben verändern. Wenn das wahr ist, könnte es das meine ändern. Und das deine auch. Ich könnte endlich das Heiligtum verlassen. Und du könntest, ich weiß auch nicht, du könntest all deine Träume wahr werden lassen. Du hast doch Träume, oder? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber solange er sich in diesem Fuchskörper befindet, ne? Ich finde diesen Fuchs so süß. Das Spiel ist sehr, sehr schön gemacht. Für ein Indie-Spiel echt nicht schlecht. Also das gefällt mir wirklich sehr schön, sehr gut. Schlammloch. Huch. Was läuft denn da weg? Oh, kleiner Fuchs. Armer Fuchs. Moment. So.
habe was zur Platzung bringen. Oder zum Zerplatzen gebracht. Ah. Da war irgendwas Böses gerade im Spiel. Darauf wette ich. Da komme ich nicht weiter. Dann hopp. Und hopp. Achtung, kleine Knospe. Du betrittst gleich das Gebiet des Hüters des Herbstes. Er kann manchmal unberechenbar sein. Pass auf, dass er euch nicht wehtut. Dir und deinem Fuchs. Na gut. Zack. Zack. Okay, da komme ich. Oh, da komme ich nicht weiter. Also nochmal hier hin. Zack. Na, ach komm. Wir gucken, was es hier so gibt. Was war das denn jetzt? Ah, wohl nur Einbildung. Oh, ich komme da nicht vorbei. Muss ich doch rüberspringen. Geschafft. Hui. Ah, wenn du den Wind pfeifen hörst, dann kann der Hüter nicht mehr weit sein. Pass gut auf. Was ist das für ein Vieh? Keine Ahnung, was das für ein Tier ist. Schlängelt sich in der Liane durch. Ne, hängelt. Oder schlängelt? Ich bin ein süßer kleiner Fuchs. Tipp, 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 tipp. Ah, der andere Hüter. Anders aus. Sehr herbstlich. Wow. Wir sollen hier hochkommen.
man nicht hoch. Ich muss ja so. Und? Ich komme ja nicht hoch, nee. Ich komme ja nicht hoch, verdammt. Ah! Jetzt verstehe ich. Ah! Das ist immer klug gemacht. Oh. Der hat keinen Fuchs Angst gehabt. Na los. Die saugen sich mit Wasser voll? Ernsthaft? Sehr gut. Der Hüter des Herbstes ist endlich eingeschlafen. Es besteht keine Gefahr mehr. Folge dem Fragment, das er dir gegeben hat. Es weiß genau, wie es zum See zurückkommt. Okay. Dann folgen wir ihm doch mal. Na, ich muss da wieder langkommen. Wie komme ich denn jetzt hoch? Moment. Oh, kleiner Fuchs, nicht. Ah, oh, verdammt. So, nochmal. Los, saugt euch mit Wasser voll. Was auch immer ihr für komische Kreaturen seid. Was seid ihr für komische Dinger? Warum saugt ihr euch mit Wasser voll? Zu sein. Ich bin mir nicht so sicher. Okay. Und hopp. Ich weiß ja nicht. Huch. Und da und dann. Ups. Ach Mann.
Alter, das ging ja auch so. Nee, nee, ja, nee, ging ja gar nicht so. So, und. Hopp. Hopp. Hä? Wie komme ich denn da noch rüber? Dafür ist das Blatt da. Ich habe ein bisschen Angst bekommen. Ups. Ups. Okay. Nein! Kleiner Fuchs. Ach Mensch. Die Krise. Nochmal, hopp. Oh, das war knapp. Los, mach mir einen Eisklumpen. Jawohl, jetzt kommen wir auf die andere Seite. Teich. Ich weiß nicht, wie ich jetzt so sagen soll, das Spiel ist so wunderschön gemacht. Den Weg finden, da einzukommen. Aha. Ich hab's. Ach Mann. Na komm. Puh. Achtung, für so eine kleine Knospe bist du ganz schön gerissen. Und du wirst sehen, wenn du erst einmal dieses zweite Fragment absorbiert hast, wirst du noch pfiffiger sein. Schon wieder ein so komisches Symbol. Ich bin ein süßer Fuchs. Beachte mich. Beachte mich. Los. Hui.